Hallo meine Lieben, ja, heute möchte ich euch wieder Neues von unseren Elfenkindern berichten. Die machen nämlich wieder Poolparty. Ah, da oben liegt unsere Katze, das Flöckchen. Flöckchen! Sie kaut gerade Gras. Flöckchen! Ja, Mäuslein! Ja, und da ist Elf und ihre Rassebande. Ihr seht, alles ist unter Wasser gesetzt. Also die haben richtig Spaß gehabt, die Kleinen. Alle sind vollkommen außer Atem. Hä, Elfchen, bist du fix und fertig, hä? Fix und fertig, außer Atem. So, dann gehen wir mal rein und gucken mal. Hä, ihr Mäuse? Hä? Zeigt mal, wo ihr euer Wohnzimmer habt. Hä? Hä, Elfi? Ja, was man da im Hintergrund rauschen hört, das ist unsere Hauswasseranlage, weil wir sind nicht an das städtische Wasser angeschlossen, sondern wir haben einen eigenen Brunnen mit Quellwasser. Und wenn da Wasser entnommen wird, dann springt halt hier unten im Wäschekeller die Pumpe an. Und das macht dann alles im Hintergrund diese Geräusche. Aber ja, dadurch sind natürlich unsere Hunde auch alles gewöhnt. Auch dieses laute Brummen macht ihnen keine Angst. Aber wenn das Wasser abgeschaltet wird, schaltet sich auch automatisch die Pumpe wieder ab. Ja. Und hier draußen im Schatten kann man es natürlich am besten aushalten, ne? Aber unten bei uns im Haus ist es auch angenehm kühl, weil unser Haus ist in den Hang gebaut, so dass wir praktisch zweimal Erdgeschoss haben. Und da ist es natürlich angenehm kühl für die Hunde, ne? Da kann man es also auch bei der Hitze ohne Probleme aushalten. Ihr kleinen Wichte. Ja, so sieht's heute aus bei den kleinen Elfenkindern. Und die Motorräder, gell? Was ist da los? Oh, da kommt doch Tante Angel, die kennt ihr doch. Na, das ist mal eine freudige Begrüßung. Ja, und die Elfe freut sich auch, die Angel zu sehen. So.